Ich werde gleich Sophie einen richtig lustigen Streich spielen. Ich leg diese Wassermelone in den Kühlschrank und wenn sie die erstmal rausholt, oh, ich bin gespannt. Oh, ich bin richtig hungrig. Was ist denn da drin? Du meine Güte. Danny, du schon wieder mit deinen Streichen. Oh, was war das denn für ein Geräusch? Du lass mich aus? Na, warte. Oh, wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind an einer neuen Challenge gelandet. Ich habe die Wassermelone ja gar nicht probiert. Deshalb wird das eure erste Aufgabe sein. Okay, das ist gut. Ich fange jetzt schon an. Ich zeige euch gleich, wie man eine Wassermelone zubereitet. Ausgezeichnet. Jetzt brauche ich ein scharfes Messer, um die Schale von der Wassermelone abzuschneiden. Ich brauche nur das Fruchtfleisch. Oma, halt mal. Und ich leg das Ding auf den Grill. Mh, so ist gut. Wir grillen diese Wassermelone. Jetzt nehme ich mir ein Stück Teig, schneide es in zwei Stücke. Und damit es noch schöner wird, gebe ich Lebensmittelfarbe hinzu. Einmal rot und einmal grün. Hm, genau das, was wir brauchen. Sobald der Teig eingefärbt ist, stelle ich ihn in den Ofen. Und was habe ich hier? Glitzer, kleine Gummibärchen. Die legen wir auf meine Wassermelone. Schaut mal, die fangen an zu schmelzen. Oh, gleich wird unsere Wassermelone mit Gummibärchen überdeckt sein. Also, wir nehmen unsere Brötchen raus. Die sehen richtig hübsch aus. Jetzt geben wir da etwas Sahne drüber. Darüber kommt jetzt unsere Wassermelone. Ein bisschen Käse. Gummibärchen und süßen Sirup. Das sieht ja hübsch aus. Da kommt jetzt das zweite Brötchen drüber. Und mit Schokolade mache ich klitzekleine Kerne drauf. Mein Meisterwerk ist fertig. Oma, was sagst du dazu? Das hast du gut gemacht, Chefkoch. Oh, du bist ja richtig niedlich. Oma, hör auf! Ups, das ist ja ganz schön peinlich. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie auch immer. Jetzt bin ich dran. Ich nehme mir meine Wassermelone, einen Stabmixer und mixe das Fruchtfleisch durch. Jetzt gebe ich da Gelatine hinzu. Alles schön verrühren. Und jetzt kippen wir die Mischung in meinen Kuchen. Jetzt müssen wir das Gelee abkühlen. Und mit grüner Creme verziere ich alles. Die passt wunderbar zu dem Rot. Sieht aus wie eine Erdbeere, nicht wahr? Da kommen noch ein paar Blaubeeren drüber. Ach du meine Güte, was ist denn da los? Ist das ein Erdbeben? Wieso kriege ich meine blöde Wassermelone nicht auf? Ach, ich habe eine Idee. Ich habe diesen voll coolen Schraubenzieher. Yeah, das hat geklappt. Super. Jetzt brauche ich Honig. Den kippe ich direkt in die Wassermelone rein. Und jetzt brauche ich Mentos. Ich esse ein paar Stück. Und damit kühle ich jetzt meine Wassermelone ab. Oh ja, das war mega lecker. Aber auf die Wassermelone gebe ich noch ein paar Gummibänder. Tut mir leid, Oma. Guten Appetit, Kind. Mal sehen, mal sehen. Oh, das sieht ja alles so hübsch aus. Wow. Ich fange mit diesem Kuchen hier an. Das schmeckt ja gut. Mega, mega, mega lecker.
macht mir gefallen. Wow, dieser Burger ist so groß. So appetitlich. Oh, ich liebe es. So ungewöhnlich. Und zu guter Letzt probiere ich das hier. Was auch immer es ist. Wozu brauche ich denn die Gummibänder? Danny, ist das wieder deine Idee? Ach komm schon, vertrau mir. Okay, mal sehen, was daraus wird. Ich lege all die Gummibänder drauf. Wow, schaut mal. Da kommt ja Wassermelonengelee raus. Das ist ja mega lecker, ich liebe es. Danny, typisch du. Okay, ich muss zugeben, deine Wassermelone schmeckt am besten. Yeah, ich hab gewonnen. Chefkoch, was hast du denn für eine Frisur? Wow, das macht so viel Spaß. Ich muss alle Donuts zusammenlegen. So. Juhu, ich hab gewonnen. Spiel mit uns. Lade das Spiel Multidusort bei Google Play oder Apple Store herunter. Das wird ein Spaß. Also, ich wünsch mir Spaghetti mit Fleischbällchen. Okay. Oh, alles klar. Ich mach dir gleich die beste Spaghetti in der Stadt. Mit dieser wunderbaren Maschine werde ich diesen dünnen Teig ausrollen. Und jetzt schneide ich jeweils einmal in meinen Teig. Statt Fleischbällchen benutze ich kleine Würstchen. Ich schneide sie auch auf. Und jetzt rolle ich sie in meinen Teig. Ich bin mir sicher, das wird mega hübsch. Was ist das denn? Hey, Oma, wach auf! Was ist denn mit deiner Milch passiert? Ups, die ist ja weggekocht. Also, ich lege meine Spaghetti in den Teller. So ist gut. Und in die Mitte mache ich ein kleines Loch. Da kommt nämlich jetzt Speck rein. Obendrauf kommt geriebener Käse. Und das alles stelle ich jetzt in den Ofen. Wunderbar. Und ich mache Nudeln am Stiel. Dazu kommt jetzt noch Speck und Käse. Und natürlich ein bisschen Ketchup. Fertig. Das war einfach und... Oh nein, ich glaube, ich habe eine scharfe Flasche Ketchup genommen. Oh, du meine Güte. Oh, voll cool. Ich brauche den Ofen gar nicht mehr. Also, mein Gericht ist auch schon fast fertig. Ich lege es auf den Teller. Und obendrauf setze ich kleine Eierküken. Boah, das sieht ja alles hübsch aus. Ich fange mit diesen Blumen hier an. Gar nicht schlecht. Und was haben wir hier? Was für ein süßes Küken. Irgendwie tust du mir leid, ich will dich ja gar nicht essen. Wie lecker. Boah, ich liebe es einfach. Oh ja. Oh, schaut euch das mal an. Das sind ja Nudeln am Spieß, wie cool. Ganz schön originell. Oh, oh nein, wieso ist das so scharf? Oh, gut, dass ich noch diese Küken hier hatte. Oma, du bist die Beste in dieser Runde. Oh, das freut mich aber, Kind. Und jetzt habe ich Durst. Könnt ihr mir bitte einen Cocktail machen? Aber natürlich doch. Kein Cocktail, nur Saft. Ach, typisch Oma. Ich nehme mir Zucker und kipp das in Wasser. Wunderbar. Jetzt brauche ich so eine Silikonform. Da lege ich ein paar Streusel rein und ein paar Gummibärchen. Darüber kommt jetzt mein Sirup. Und jetzt muss ich alles abkühlen. Seltsam, wieso funktioniert das nicht? Ups, tut mir leid, Oma.
Ich mach gleich alles wieder gut. Wir brauchen nur ein bisschen Feuer. Ich muss es nur ein bisschen aufdrehen. Ups, das war's auch schon. Du kannst weitermachen. Tut mir leid. Ups. Also, ich mach weiter. Ich kippe etwas Sprite in mein Glas. Und obendrauf lege ich mein Herzchen. Schön. Oh, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Ich schneide meine orangenen Stückchen, dann noch ein paar Erdbeeren und eine Ananas. Außerdem brauche ich noch eine Kiwi. Jetzt nehme ich mir so eine hübsche Flasche und da lege ich jetzt meine frischen Früchte und Beeren rein. Das sieht ja hübsch aus. Da kippe ich jetzt Wasser rein und stelle den Deckel drauf. Danny, was machst du denn? Du hast ja noch gar nichts gemacht. Ach, Oma, das ist doch mega einfach. Ich öffne die Cola und stecke einen Strohhalm rein. Ach, typisch du. Wie lange soll das denn noch dauern? Bitte sehr. Super. Was ist das denn? Eine stinknormale Cola? Soll das dein Ernst sein? Boah, Danny. Wie auch immer, wir machen weiter. Oh, was für ein interessantes Getränk. Schmeckt ja lecker. Und was haben wir hier? Wow, das sieht ja richtig aus wie ein Cocktail. Oh, schaut mal, das Herz löst sich auf. Fantastisch. Das muss ich sofort probieren. Das schmeckt lecker und sieht hübsch aus. Und da war auch noch prickelnde Brause drin. Chefkoch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ich bin der Beste. Hallo zusammen. Schaut euch dieses Spiel an, das wir für euch vorbereitet haben. Spielt mit, sammelt Donuts und gewinnt. Ladet das Spiel bei Google Play oder Apple Store herunter.